Ja Leute, was geht und damit willkommen zu einem neuen Video und dem letzten Auto, was für die Formel 1 Saison vorgestellt wurde. Und zwar gibt es heute die ersten richtigen Bilder vom Alfa Romeo mit der richtigen Lackierung, weil er hatte ja bei den Preseason-Tests eben nur diese Konzeptlackierung, dieses Camouflage-Design, und jetzt wurde der Wagen endgültig mal enthüllt. Ich kann erstmal noch kurz was über die Tests sagen. Klar, sind noch nicht ganz so aussagekräftig, aber am letzten Testtag waren ja eben die Mercedes ganz vorne mit dabei. Ansonsten Red Bull auch wie immer relativ stark, aber Ferrari war vor allem die ersten zwei Tage sehr, sehr stark und der McLaren. Die vier Teams haben somit die stärksten Eindrücke bisher gemacht. Und was auch sehr, sehr interessant war, und zwar wurde auch mal der richtige Red Bull auf der Strecke gezeigt, wie er eben wirklich aussieht. Das Auto vom Red Bull bei der Vorstellung war ja nicht wirklich das echte Auto. Und was da vor allem richtig krass aussah, und zwar diese Form der Seitenkästen, wirklich ein ganz anderes Konzept als die ganzen anderen Teams, hat der Red Bull hier, und zwar auf dem Bild vor allem erkennbar, wie krass hier diese Linie geschnitten wurde. Was auch auffällt, und zwar hier diese Lufteinlässe haben hier noch so eine Art Bereich vorne dran. Sieht auch sehr, sehr interessant aus, was sich da bei Red Bull gedacht hat, aber scheint auf jeden Fall bisher zu funktionieren. Bei den Testfahrten waren die ganz gut mit dabei. Bloß am Donnerstag, da konnte ja Perez nicht ganz so viele Runden fahren. Hier bei dem Bild sieht man es eben auch, was da eben gefühlt alles an Material quasi fehlt. Richtig interessantes Design hier der Red Bull. Ansonsten hier vorne der Frontflügel sieht eben jetzt so aus. Auch ein bisschen anders. Die Nase war ja bei den Konzeptbildern viel zu lang, als sie eigentlich ist. Und Red Bull hat eben hier noch einen anderen Sponsor, und zwar Bubit oder wie das ausgesprochen wird. Ansonsten gefällt mir der Wagen aber echt ganz gut. Was eben auffällt, ist eben hier diese extrem krasse Form an den Seitenkästen. Der Haas sieht ja in Real Life auch ein bisschen anders aus, als auf den Bildern gezeigt wurde. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Alfa Romeo hier erstmal an. Und zwar hier das erste Bild, da sieht man schon, der Frontflügel ist eben auch in so einer runden Form da vorne. Also nicht wie bei manchen Teams ist das eben so eine Art richtige Kante. Beim Red Bull ist das unter anderem auch so eher rund gehalten vorne worden. Was mir auch auffällt, und zwar hier sind da auch viele Lufteinlässe zu sehen, beziehungsweise Luftauslässe, genau das wurde in den Kommentaren beim letzten Video, glaube ich, gesagt, von den Fahrzeugen, die vorgestellt wurden. Und zwar sind das eben Luftauslässe vom Motorraum, auch sehr, sehr viele. Da hat Mercedes ja auch so ein bisschen rumexperimentiert bei den Tests. Mal hatten sie welche, mal hatten sie wieder keine. Wurde natürlich viel getestet, was eben besser funktioniert. Was mir aber gut gefällt, und zwar allgemein das Design der Lackierung im Vergleich zu den letzten Jahren schon deutlich anders, weil hier hat man eben quasi die Bereiche rot, weiß, dann nochmal rot und vorne noch ein bisschen weiß. Und was auch sehr cool aussieht auf den ersten Blick, und zwar diese Felgendeckel, weil die eben auch in rot und weiß gehalten wurden. Also die verschiedenen Farben vom Team. Sehr, sehr schön auf den ersten Blick, das Auto. Ansonsten hier relativ viel nacktes Carbon, auch beim Frontflügel und eben auch hier an der Seite. Hier kann man auch nochmal schön diese Motorluftauslässe sehen. Auch sehr, sehr viele. Der Heckflügel sieht auch cool aus. Nicht mal ganz lackiert, wie der Frontflügel teilweise. Eben nur hier das hintere Stück, wo das DRS eben aufgeht, in rot. Lackiert, der Rest alles in Carbon gelassen. Genau hier eben auch die Seitenkästen nochmal im Detail. Auch relativ ähnlich wie zum Beispiel beim Red Bull. Und zwar eben extrem stark unterschnitten, sage ich jetzt mal. Steht auch da unten in dem Text. Und da eben hier die Lufteinlässe sind aber relativ groß im Vergleich. Nicht oval geformt wie bei manchen Teams. Beim Ferrari war ja die Form von den Lufteinlässen beispielsweise sehr oval. Aber diese ganzen Luftauslässe bzw. für die Kühlung ist vielleicht auch nicht final. Also kann sein, dass das auch wieder ein bisschen anders aussehen wird. Wie gesagt, die Teams haben damit schon immer ein bisschen rumexperimentiert. Beispielsweise der Aston Martin hat ja auch an einem Tag die ganz zugemacht. Hier bei den Bartsports auch interessante Form, und zwar wie so eine Art Treppe geht das hier immer Stück für Stück nach oben. Bei den anderen Teams hat man das auch noch nicht so gesehen in dieser Art und Weise. Hier zum Beispiel beim Red Bull geht das eben so geschwungen in einer Art Kurve nach oben und beim Alfa Romeo wirklich so treppenweise. Ah, das ist interessant, und zwar die Airbox. Und zwar wurde die einfach mal in zwei Segmente aufgeteilt. Bei den anderen Teams war die Form ja relativ ähnlich, mal ein bisschen runder, mal ein bisschen dreieckiger. Aber hier wurde es einfach mal in zwei Segmente aufgeteilt. Okay, auch sehr, sehr cool. Und dann hier nochmal von vorne. Echt krass, also der Frontflügel eigentlich bis auf die Seitenteile quasi komplett in Carbon und eben nur ein Sponsor. Keine Ahnung, was das genau für ein Sponsor ist. Aber was mir eben gut gefällt, und zwar hier vorne, das wurde eben noch in weiß gelassen mit dem roten Alfa Romeo Logo. Sieht ganz nice aus. Dann hier nochmal der Frontflügel im Detail in der Nahaufnahme. Die Nase sieht so ein bisschen aus wie die beispielsweise vom Red Bull. Und es gibt eben auch wie bei fast jedem Team bisher vier Frontflügelelemente, und die sind eben auch hier stark geschwungen da oben beispielsweise. Hier zum Beispiel mal der McLaren, bei dem war der Frontflügel ja nicht so extrem stark geschwungen da oben. Bei diesem letzten Element beim Alfa Romeo
Cabrio doch sehr, sehr stark, aber die Nase ähnlich wie die von McLaren geformt. Ja, hier die drei Fahrer, Testfahrer Robert Kubica, dann Bottas und eben Guanyu Zhou oder wie er auch ausgesprochen wird. Und dann nochmal das Auto vom letzten Jahr, da eben ein großer Unterschied im Vergleich, die Lackierung. Die Lackierung ist doch schon relativ stark anders geworden. Mir gefällt der Alfa Romeo insgesamt schon ganz gut, auch sehr interessante Konzepte wie zum Beispiel eben hier, dass sie die Airbox hier geteilt haben. Die Lufteinlässe an den Seitenkästen doch schon eine sehr interessante Form, wie so Art Dreiecke, aber dann trotzdem irgendwie sehr schmal geschnitten da unten die Seitenkästen. Aber die Lackierung gefällt mir insgesamt doch ganz gut, also muss ich sagen, schon sehr, sehr nice. Und es wird auf jeden Fall auch dann die Tage ein Video kommen, wo ich eben die ganzen Lackierungen bewerten werde. Von der schlechtesten bis zur besten Lackierung von 1 bis 10 mit Rating. Das wird auf jeden Fall ganz nice, könnt ihr auf jeden Fall auch dann einschalten, Leute. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von diesem Video. Lasst den ganzen gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Ja, ein sehr, sehr nices Auto, muss ich sagen, gefällt mir insgesamt ganz gut. Schreibt dazu auch gerne mal eure Meinung rein. Also Leute, haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao!